Hallo ihr Lieben. Ja, ihr seht, ich habe hier meine Plottermatte liegen und die habe ich gerade gereinigt. Und zwar, ziemlich das erste, als ich den Plotter gekauft habe, gar nicht lange danach. Also ich glaube, es waren echt nur 2-3 Tage, es ging richtig schnell. Da fing an, meine Matte schon nicht mehr richtig zu kleben. Und dann habe ich mich auf der Suche gemacht nach einem Video für, wie man eben diese Plottermatte, ob man die erneuern kann oder ob man die sofort neu kaufen muss. Und man kann sie erneuern und ich habe auch Videos dazu gefunden. Und die meisten von euch werden wahrscheinlich auch schon wissen, wie man das macht mit dieser Platte, um die eben wieder kleben zu machen. Was ihr aber wahrscheinlich nicht wisst, ist, das geht sogar super mit dem Action-Sprühkleber. Also ich habe gedacht, ach komm, egal, du probierst es aus und wenn es nicht klappt, dann kaufst du dir halt nochmal anderen Kleber. Und das hat super gehalten und zwar wesentlich länger als der Kleber, der ursprünglich drauf war. Ich habe jetzt auch richtig lange gebraucht, um die Matte sauber zu machen. Also ich habe die tatsächlich jetzt mit Terpentin gereinigt und mit einem Spachtel und habe dann die Klebemasse alles abgemacht und habe es dann nochmal mit Seife so ein bisschen, damit halt das Terpentin jetzt so ein bisschen abgeht, damit eben gleich der Kleber auch wieder hält. Ihr seht, meine Matte ist echt schon, obwohl ich den ja noch gar nicht so lange habe, gut mitgenommen. Also da sind überall schon gut Schneidekanten und wie ihr seht, benutze ich am meisten diese Stelle hier oben und hier unten hat es noch am wenigsten abbekommen. Okay, nichtsdestotrotz, auch wenn ihr garantiert schon ein Video dazu gesehen habt oder vielleicht auch nicht, mache ich das jetzt einmal mit euch zusammen. Und zwar werde ich als erstes mir die ganzen Ränder einmal hier festkleben. Dazu nehme ich hier einfach so ein Malerscrap. Und wie gesagt, klebe mir einmal die ganzen Ränder ab. Und zwar achte ich darauf, dass ich dann hier schön an der Kante immer lang gehe und da direkt dran klebe. Damit eben der Kleber wirklich nur auf dieser Matte hier ist, nur in dem Bereich, der auch eingezeichnet ist und nicht überall drumherum. Ich empfehle euch, macht ein Fenster auf zum Lüften und legt am besten alles so ein bisschen noch mit Papier oder so aus oder mit Zewa oder was auch immer, weil der Sprühkleber doch ziemlich weit streut. Also ihr habt dann doch die ganze Fläche. Oder wenn ihr es jetzt nicht unbedingt filmen müsst oder filmen wollt, so wie ich gerade, dann macht es einfach draußen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Da habt ihr es noch umso einfacher. So, ich werde, wie gesagt, das einmal alles ringsrum abkleben. Das mache ich im Schnelldurchlauf, damit es euch nicht langweilig wird und ihr hört ein bisschen Musik. Und dann geht's weiter. So, ich habe mir meine Fläche abgeklebt und hier hinten einmal meine Bastelsachen hier so ein bisschen geschützt mit so einem Scrap. Und den Rest hier, den wische ich mir nachher einfach ab. Ja, und jetzt schüttle ich einmal ordentlich. Ihr hört ja, da ist eine Kugel drin. Und dann besprühe ich diese Fläche hier ordentlich, fasse sie dann nicht mehr an und lasse das Ganze dann eine Weile trocknen. Ja, und ich mache das Ganze auch mit ein bisschen Abstand. Thank you.
Ja, ich habe jetzt ordentlich drüber gesprüht und ich merke auch hier, dass es hier überall so leicht bappt, ist aber nicht weiter wild. Und ja, ich gucke jetzt gleich mal, ob das hier vorne, das mache ich an so einer Ecke hier unten, mir das schon genug ist. Ich glaube, das ist schon genug, aber sicherheitshalber, ich lasse es jetzt einmal so ein bisschen antrocknen und dann gehe ich noch einmal drüber und dann sollte es aber auf jeden Fall reichen. So, ich habe es jetzt antrocknen lassen. Es sieht jetzt auch schon relativ trocken aus. Und jetzt mache ich noch mal eine Schicht drüber, einfach um sicher zu sein. Ja, für mich sieht das Ganze jetzt hier auf jeden Fall gut aus. Und ich lasse das jetzt so trocknen und werde jetzt hier auch ein bisschen aus dem Zimmer rausgehen, weil es jetzt doch ziemlich die Dämpfe hier doch ganz schön drin sind. Genau, und ja, ich denke mal, so in einer halben Stunde oder was werde ich mal danach gucken. Und dann wird das auf jeden Fall, denke ich, auf jeden Fall trocken sein, dass ich es bestimmt auch benutzen kann. Ja, und dann brauche ich ja theoretisch nur noch meine Klebedinger hier wieder abziehen. Und dann werde ich es noch mal ein bisschen an die Seite legen, noch an einem anderen Platz. Werde es noch ein, zwei Stunden wirklich richtig fest trocknen lassen, dass ich halt das dann auch wirklich nicht gleich wieder abziehe, den ganzen Kleber. Wobei ihr, worauf ihr achten müsst, wenn ihr nicht den Action-Sprühkleber nehmt, dass es eben Kleber ist, der wieder abmachbar ist. Das ist halt wichtig bei dieser Geschichte hier, dass ihr halt Kleber habt, den man wieder abziehen kann oder wieder abwaschbar ist oder wie auch immer. Darauf solltet ihr achten, weil ja, wenn das natürlich Kleber ist, der fest trocknet und für immer und ewig dort bleibt und fest verklebt, dann kriegt ihr ihn natürlich auch nicht mehr ab und dann ist eure Matte hin. Okay, ihr Lieben, ja, ja, das jetzt abziehen und euch dann nochmal zeigen, finde ich jetzt Quatsch, das mache ich nicht. Ihr habt gesehen, es geht ganz einfach. Ihr klebt es ab, ihr sprüht es ein, ihr lasst es trocknen, ihr sprüht es ein, ihr lasst es trocknen, fertig ist. Und schon ist die Matte wieder einsetzbar. Also das ist nicht so dramatisch. Wenn dann irgendwann wirklich tiefe Löcher in der Matte sind und da wirklich nichts mehr zu retten ist, ja gut, dann muss man eine neue kaufen. Aber ich denke, das dauert auch eine ganze Weile. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, auch wenn ihr es wahrscheinlich schon irgendwo anders gesehen habt, wie das funktioniert. Vielleicht ja auch nicht und ihr fandet den kleinen Tipp gut. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.